So, das heißt jetzt erstmal das große Haupthaus. Meine heilige Pflicht. Ja, Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Holen uns schon mal die ersten 5. Okay, der ist auch wieder angriffslustiger. Aber ja, solange es nur Einzelne sind, die gegen unsere Verteidigung rennen. Als nächstes könnte ich dann 5 Heilerinnen vertragen. Standhalten, Männer! Wohin soll ich gehen? In Windeseile! Elendsee, schnell wie ein Pfeil. Mein Bogen für die Rune. Und ich muss jetzt sehr viel Holz aufsammeln. Wohin soll ich gehen? Seid auf der Hut. Okay, man merkt, die Angriffe werden jetzt ergiebiger. Die Linien müssen halten. Wehrt euch, Schwestern! Mein Bogen vorwärts, für die Rune. Schwestern. Vorwärts, Schwestern. Ja, bauen wir erst noch eine Schule der Alten. Meine heilige Pflicht. Wo ich hier hin? Dann brauche ich eine Jägergilde. So, um Holz zu sparen, kommen jetzt mal Heiler ins Spiel. Mein Bogen für die Rune. Und die Windschützen scheinen wirklich ein bisschen besser zu sein gegen die Frostwölfe, auch wenn sie Eisschaden machen eigentlich. So,
So, ihr errichtet mir jetzt noch eine Jägergilde und dann kannst du... Also die eine verbleibende geht dann... Das ist eine Jägergilde, oder? Ja. Weil das ist ein Jagdhaus, Jägergilde. Okay, jetzt kommen, glaube ich, langsam Angriffe. Nochmal Heilerin. Was soll ich tun? Genau, lass sie vermöbeln. So, jetzt habe ich eigentlich genug, um... Nein, ich brauche Nahrung. Okay. Was ist euer Begehr? Boah, was ich halt ein bisschen Bammel habe, ist, dass mir jetzt irgendwann die... Feuerelementare den Rücken fallen. Befehlt! Könnten. Los, Schwestern! Elends Segen! Vorwärts, Schwestern! In Windeseile! Runenkrieger zu mir! Dann halten, Männer! Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. So, die Türme reparieren ist als nächstes angesagt. Schule der Alten braucht sehr viel Lenia. Also ja, Eismagierinnen, die hole ich mir später. Doch ein paar Druidinnen, falls Heilerinnen sterben. Jetzt brauche ich ja erstmal 1000 Nahrung. Sofort! Auf der Stelle! Für die nächste Stufe. Also ich werde so 50... Ich höre, wir sind in Gefahr. Seid auf der Hut. Wir werden angegriffen. 50 Elfen brauchen, um die Frostwölfe da unten zu knacken. Aber mit den Elfen, die ich jetzt schon habe, und bei einem Avatar. Es ist mir eine Ehre. Sollte ich die Angriffe ziemlich gut wegstecken können. Elends Segen. Vorausgesetzt, sie werden nicht größer als das hier. Also kann ich jetzt mal kurz gucken, wie sich die Feuerelementare verhalten.
Während ich halt darauf warte, dass... meine Nahrung reinkommt. Die Diener der Nacht sind hier. Elend sehen. Schnell wie ein Pfeil. Die Diener der Nacht sind hier. Die Rune ruft. Schon unterwegs. Wohin soll ich gehen? So, da kommt schon der nächste Bulk. So, Gottstein, bitte. Am besten sehen wir ja bei den Elementaren hier oben, wie es so aussieht. Da sind wir auch am nächsten. Also ich will in erster Linie gucken, ob jetzt Spawner aufgetaucht sind bei denen. Elend schenkt uns eine neue Fähigkeit. Was? Ja. So, der sollte auf jeden Fall einiges helfen können. Wie gesagt, 10 Wachen. Und ich glaube, der Rest wirklich Windschützen. Also nochmal 10 Windschützen dann drauf erstmal. Dann heißt es hier, die Gegner töten. Vorausgesetzt, die Elementare bleiben immer noch friedlich. Was sie tatsächlich bleiben, die werden wahrscheinlich wirklich erst, also was heißt friedlich? Keine Spawner von den Elementaren. Das kommt wahrscheinlich wirklich erst, wenn wir das Ork-Monument belegen. Was wir nicht unbedingt tun müssten. Da kommt unser Elfentitan angewatschelt. Wir haben bald genug Nahrung. Gut. Haben mehr als genug Holz. Haben halt keinen Zugang zu Eisen. Oh, das ist eine größere Truppe. Geht weg, was? Fort, fort mit euch. Okay, wir haben genug Nahrung dafür. Einmal kurz einen Save dazwischen schieben, da wir uns ja so gut eingewurmt haben. So. Also ja, wie gesagt, das wird jetzt eine Weile dauern. Bei Elfen. Elfen haben wirklich das Problem, dass ihre Nahrungsproduktion sehr träge und vor allem endlich ist. Die beste Nahrungsproduktion haben leider immer noch die Menschen und die Dunkelelfen mit den Farben. Also der Getreidefarm und der Pilzfarm. Dann kommen Orks und Zwerge mit ihren Schweine- bzw. Wildschweinzuchten. Und zu guter Letzt dann halt Trolle und Elfen.
Wobei Trolle fast noch ein bisschen besser sind. Die können nämlich Leichen einsammeln. Und Leichen würde es hier zu Genüge geben.